Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich für dich drei der größten No-Gos dabei für Frauen, das heißt Dinge, die Frauen an Männern alles andere als anziehend finden und die du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du deinen Erfolg mit Frauen verbessern willst. Die erste Sache, die super unattraktiv für im Grunde alle Frauen ist und je älter die Frauen werden, desto schlimmer wird das, ist, wenn du als Mann noch zu Hause wohnst. Und der Grund, warum das für Frauen nicht attraktiv ist, ist, weil das der Frau zeigt, dass du keine Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen kannst. Das zeigt der Frau, dass du noch eine Mama brauchst, die sich um dich kümmert. Und die Frau möchte halt einen Mann in ihrem Leben haben, der stark ist, einen Mann, an dem sie sich anlehnen kann, einen Mann, auf den sie sich verlassen kann und keinen Mann, der noch bei Mama wohnen muss, um die Dinge zu regeln oder dann noch zu Mama oder Papa gehen muss, um sich um finanzielle Dinge zu kümmern oder um sich Essen bezahlen zu lassen oder um seine Lebensplanung zu machen. Es ist völlig in Ordnung, sich von seinen Eltern unterstützen zu lassen, also wenn man zu seinen Eltern geht und um Rat fragt, denn normalerweise haben deine Eltern ja mehr Lebenserfahrung als du. Aber darüber hinaus solltest du natürlich nicht zu Hause wohnen, ab gewissem Alter. Klar, wenn du jetzt in die Schule gehst, dann wohnst du natürlich noch zu Hause, aber du solltest versuchen, so bald wie möglich einfach auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ist auch für Frauen eine sehr, sehr anziehende Sache. Die zweite Sache, die du auf jeden Fall vermeiden solltest oder sagen wir mal, an deren Gegenteil du arbeiten solltest, ist, dass Frauen nicht auf Männer stehen, die keine Entscheidungen treffen können. Das hängt ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen, denn wenn du zu Hause bei Mama wohnst, dann ist natürlich so, dass du wahrscheinlich deine Entscheidung nicht selbst triffst, sondern vielleicht treffen sogar deine Eltern noch deine Entscheidung. Und wie gesagt, wenn du jetzt 16, 18 oder was weiß ich, 19 bist oder auch älter und du bist gerade noch in der Ausbildung und du hast noch nicht die finanziellen Möglichkeiten auszuziehen, dann ist das kein Problem. Und dann ist es auch okay, wenn deine Entscheidungsfindung da noch nicht so ausgereift ist. Aber du solltest entscheiden, du solltest in deinem eigenen Leben entscheiden, du solltest Dinge, du solltest überlegen, hey, was passt für mich, wie möchte ich das und deine eigenen Entscheidungen treffen. Das heißt, lieg nicht voll auf der Haut rum und sag, oh, jetzt lasse ich mal die Entscheidung von dieser Person treffen oder ich lasse mir mein Leben von der Gesellschaft vorschreiben, sondern schau dir an, wofür möchte ich mich entscheiden und triff deine eigenen Entscheidungen. Eine Frau ist sehr stark von einem Mann angezogen, wo sie merkt, hey, der lebt sein eigenes Leben, der trifft seine eigenen Entscheidungen, der ist selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt. Und die dritte Sache, die für Frauen sehr unattraktiv ist und die du auf jeden Fall vermeiden solltest, ist, dass du rumnörgelst, anstatt zu handeln. Und ich sehe das immer wieder, gerade wenn ich Facebook-Werbung schalte für meinen Quiz zum Beispiel oder für andere Sachen, dann sehe ich immer wieder Männer, die rumnörgeln und sagen, die Frauen stehen doch sowieso nur auf Männer mit ganz viel Geld oder die Frauen sind doch eh alle Schlampen oder irgendwie solche Sachen. Und wenn du rumnörgelst bei Dingen, statt in Handlung zu treten, das ist eine sehr unattraktive Eigenschaft. Denn natürlich möchte die Frau einfach einen Mann an ihrer Seite, der fest im Leben steht. Du kennst vielleicht diesen Spruch, ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Und ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, der nörgelt halt nicht rum, sondern der handelt. Der schaut sich halt an, okay, das klappt vielleicht gerade bei mir nicht so gut mit den Frauen. Was kann ich da machen? Was für eine Handlung kann ich vollziehen, damit es besser wird? Statt rumzunörgeln und zu sagen, oh, die Frauen wollen nur Männer mit Geld oder Männer mit einem teuren Auto, was natürlich an sich schon vollkommener Quatsch ist und nichts als eine blöde Ausrede, damit man nicht handeln muss. Also, diese drei Sachen solltest du auf jeden Fall vermeiden. Ich freue mich auch übrigens auf dein Feedback, wie du dieses neue Videoformat findest, so ein bisschen mit Bildern und Videos. Gib mir da gerne Feedback in den Kommentaren zu. Wenn du einen Videovorschlag hast zu etwas, das du gerne sehen möchtest, auch in die Kommentare. Und wenn du mein Buch Die Zeus-Methode noch nicht kennst, würde ich dir empfehlen, dir das unbedingt mal auf Amazon zu besorgen. Die Zeus-Methode, Link ist in der Beschreibung. Dort lernst du, beziehungsweise dort gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, wie du deine Männlichkeit stärken kannst, um noch mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Und da werden wir uns auch um diese Dinge kümmern, die wir gerade im Video besprochen haben. Mehr Handlungsfreiheit, mehr Entscheidungen treffen und aufhören rumzunörgeln und besser in Handlung zu treten. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.